Also, um euch einmal abzuholen, es gibt in der zweiten Zombie-Map ein Trick, sag ich mal, wie du dich selber so einschließen kannst, dass kein Gegner an dich rankommt. Und das wollen ja OMG und ich heute mal versuchen, einmal zu zeigen. Da musst du nämlich ein Boot kaputt machen, das an eine ganz bestimmte Stelle schlagen. Und das ist relativ schwierig, deswegen habe ich auch OMG mit dabei, weil ich selber würde das nicht mitbekommen, nicht hinbekommen. Aber ich finde es ultra spannend und deswegen wollte ich das unbedingt einmal ausprobieren. Für die Wissenschaft. Alle Türen aufkaufen und dann werde ich einfach OMG die ganze Zeit hinterherrennen und gucken, was er macht. Wieso am Anfang Messer? Messer gibt ein paar Pünktchen mehr am Anfang. Und die Gegner sind trotzdem am Anfang One-Hit. Deswegen am Anfang Messer. Ah, schon wichtig. Hab fast 2K, kann fast aufmachen. Alles schon offen, sehr gut. Weiter geht's. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier. Verstehst Sehr du mich, gut. Gruppe? Ich bin die Jägerin, nicht die Aktivieren. Feindin. Okay. Den braucht man. Das Ding da braucht man, das weiß ich. Ich vermisse echt einen Kaffee. Damit kann man nämlich jetzt die Boote schlagen. Oha. Man kann unter Wasser? Das wusste ich nicht. Okay, seht ihr, was er jetzt macht? Er haut jetzt das Boot quasi nach oben. Achso, soll ich den wegmachen? Komm mit. Also den nehmen wir mit auf eine Magical Journey. Ah, guck, seht ihr da? Seht ihr das? Oha. Habt ihr gesehen, wie das hochgeflogen ist? Und jetzt bringt er das quasi in Position. So. Was hat er jetzt gemacht? Guck mal, jetzt steht das hier perfekt quasi. Da kommt keiner mehr rein. Und da ist jetzt direkt schon das nächste Brötchen. Und das macht er jetzt hier, glaube ich, vor. So mäßig. Oder? Muss es erstmal kaputt sein oder so, ne? Ah, guck mal, es muss ja kaputt sein, glaube ich. Ah ja, es ist kaputt. So, ich kann da rüber springen. Und das ist jetzt gleich, oh, Welle 7. Jetzt wird's Krise. Ich hab's Nathan gesagt. Ich hab gesagt, er legt sich mit den Jungs, auch Zombies den an. Glitch? Ich will das einmal zeigen. Und Und das ist hat kein er nichts Glitch. davon. Ich will das einmal zeigen. Und jetzt kommt hier keiner mehr durch. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Jetzt kommt hier einfach keiner mehr durch. Das wird safe weggepatcht, weil ich denke mal einfach, dass sie entweder machen hier einen Zaun hin oder dass man das Boot nicht mehr schlagen kann. Weil das macht ja so keinen Sinn. Guck's dir an. Und man hat hier sogar eine Munitionskiste. Als ob die das extra gemacht haben. Man könnte fast. Ja, wir müssen eigentlich. Ich weiß gar nicht, man kann ja auch raus, ne? Oder? Aber es ist ja. Das macht ja so keinen Sinn, Alter. Siehst du das, Pat? Wie wär's, wenn du deinen Arsch Und bewegst, das war echt nicht schwer. Klar, man muss erstmal hier hinkommen. So Welle 6, Welle 7. Ich glaube sogar, wenn du solo unterwegs bist, vielleicht mal einfacher. Aber das ist ja super, super easy. Und das kann man jetzt. Also, ist man hier jetzt für immer safe? Ich soll mitkommen? Ja, das ist wirklich dumm. Das ist echt crazy. Also ich bin sehr, begehe sehr stark, wenn das mal ein bisschen publik ist, dass das gefixt wird. Also ich hoffe, dass gefixt wird, weil das macht ja den ganzen Modus quasi zunichte, weil Zombie nutzt man ja gerade für Kamos und zum Leveln und so. Aber das ist ja. Das ist ja. Das macht ja keinen Sinn. Hier kannst du ja jede Waffe, egal welche, super easy leveln. Und wir haben ja bis hierhin auch eigentlich alles mit dem Messer gemacht. Also, das ist schon crazy. Aber nochmal die Frage, OMG. Das Ding, hier kannst du jetzt quasi bis, ich weiß nicht, wie viele Wellen es gibt, aber für immer kann man hier stehen bleiben. Ja, das ist krass. Auch wenn die Bosse und sowas kommen. Das ist krass. Ja, ich gehe mal stark davon aus. Ja, vielleicht machen die nur ein Boot hier hin, keine Ahnung. Dann kannst du immer noch wenigstens eine. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das richtig machen kann, aber die werden das auf jeden Fall fixen. Ab und an glitscht sich ein Zombie durch, aber die kann man easy killen, okay. Ja, ich denke mal vor allen Dingen, wenn es so viele sind, ne? Okay, ich denke,
Mehr braucht man nicht zeigen. Ich würde jetzt hier wieder rausgehen, rumgehen. Ja, das ist super easy. Also, dass sie hier auch noch eine Munitionskiste reingemacht haben, das ist eigentlich auch noch das Witzigste von allem. Das sind Sachen von 5 Minuten. Sobald das Boot explodiert, muss es einfach respawnen. Nach 5 Minuten, sobald das Boot explodiert, muss es einfach respawnen. Stimmt, das wäre auch ein Ding, ne? Wenn das Boot hier explodiert ist, muss das nach einer Minute oder so weg sein. Das würde auf jeden Fall auch das Problem lösen. Also, es gibt viele Möglichkeiten, das easy peasy zu patchen. Also für alle, die das jetzt sehen, könnte sogar sein, dass es schon gepatcht ist. Glaube ich nicht. Video wird rauskommen übermorgen oder so. Aber ja, wer das auch mal ausprobieren will, es scheint ziemlich easy zu sein. Ich würde das jetzt hier nicht abusen. Ich würde jetzt hier rausgehen und rumgehen.